Ja, danke schön, sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich stimme der Kollegin Flesch zu. Das ganze Thema ist äußerst komplex und kann durchaus auch länger diskutiert werden. Die Frage ist natürlich auch, welches Medium man dafür wählt. Die Piratenpartei hat dafür 6 Tage gebraucht. Wir haben Liquid Feedback genutzt, unser Online-Abstimmungssystem, und haben ein Ergebnis erzielt. Sie sind gerade Zeuge einer historischen Situation. Wir haben 391 Dafürstimmen, 22 Enthaltungen und 64 Ablehnungen. Das entspricht einer Zustimmungsrate von 86%. Das heißt, wir unterstützen den Antrag der Linkspartei und lehnen das Steuerabkommen mit der Schweiz ab. Trotzdem noch ein bisschen was zu den Inhalten. Offensichtlich ist dieser Kompromiss faul. Warum wird also dieser faule Kompromiss geschlossen? Es geht darum, dass man sagt, wir wollen etwas Geld, weil das besser ist, als vielleicht gar kein Geld zu bekommen. Das ist natürlich eine Mischung aus Faulheit oder Feigheit oder auch einfach eine Kapitulation von den Umständen. Und diese Kapitulation von den Umständen ist sicherlich nicht der richtige Weg. Stattdessen machen wir einen konstruktiven Vorschlag. Man schaut einfach mal, wo wird denn das meiste Steuergeld aufgetrieben, was hinterzogen wird. Und das ist relativ einfach. Es kommt durch Steuerfahnder. Man staune, ein Steuerfahnder nimmt pro Jahr etwa 1 Million Euro ein, beziehungsweise er spült 1 Million Euro in die Kassen durch Geld, was durch ihn aufgespürt wurde. Ein Betriebsprüfer nimmt etwa 1,2 Millionen Euro ein. Ich muss Ihnen nicht erklären, dass es ein Vielfaches von dem ist, was diese Person uns kostet im Land Berlin. Jetzt könnte man sich ja sicherlich fragen, ja, wir haben doch sicherlich alle Stellen für Steuerprüfer besetzt. Spannenderweise ist das nicht so. Es gibt 700 unbesetzte Stellen der Finanzverwaltung, wodurch dem Land Berlin jährlich ein 3-stelliger Millionenbetrag an Steuern entgeht. Ich fordere Sie hiermit auf, diese Menschen einzustellen, um dieses Geld einzutreiben. Gut, was bedeutet dieses Steuerabkommen, was für eine Wirkung entfaltet es auf den Bürger? Die Kollegin von der Linkspartei ist darauf schon eingegangen. Es wirkt so, als wenn das Gerechtigkeitsempfinden an bestimmten Bürgern abprallt. Too big to jail wäre hier der richtige Ausdruck. Und das ist natürlich nicht das, was das Richtige in dieser Situation ist. Herr Kollege Graf, ein Wort noch zu Ihnen. Sie hatten gesagt, dieses Abkommen ist gut, weil dieses Abkommen ist das Einzige, was wir momentan aushandeln können. Deswegen ist es anzunehmen. Diese Argumentation erinnert mich jetzt an die Debatte, die wir vorhin hatten, zum Schultrojaner, an die Debatte zum Jugendmedienschutzstaatsvertrag, an die Debatte zu vielen, vielen anderen Verträgen, wo die Union sagt, wir nehmen lieber das als gar nichts. Ein Abkommen ist besser als keins, ist aber nicht unsere Position. Wenn das Abkommen abzulehnen ist, dann lehnen wir es auch ab. Und das fordern wir an dieser Stelle auch.